Knapp vier Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg haben SPD und Linkspartei ihren Koalitionsvertrag zur Fortsetzung der rot-roten Landesregierung vorgestellt. Darin bekennen sich Ministerpräsident Woidke von der SPD und linke Landeschef Görke zum Ausbau des umstrittenen Braunkohletagebaus. Außerdem wurde vereinbart, dass in den nächsten fünf Jahren 4.300 Lehrer eingestellt werden sollen. Über die Besetzung der Ministerien wird erst Anfang November entschieden.